Jo Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ihr seht schon am Titel, wir gucken uns heute nochmal an. Ich hab an vergessen, da egal. Und ja Leute, ich habe mir heute wieder ein paar Lifehacks rausgesucht, die euch das Leben in Fortnite auf jeden Fall einfacher machen, Leute. Ihr wisst Bescheid. Beziehungsweise, wir wissen auch noch nicht mal, ob sie klappen, aber wir gehen der Sache heute wieder auf den Grund. Wenn aber alle klappen, die ich heute rausgesucht habe, sind da echt ein paar krasse Sachen dabei, Leute. Und ich bin richtig gespannt, weil eine Sache, die werdet ihr safe nicht wissen, aber die werdet ihr ab jetzt nur noch in Fortnite benutzen, die meine Kamera unscharf wird, wenn ich meine Hand hochhebe. Aber ja, Leute, ich würde sagen, wir laden mal nicht lang drum herum. Lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen, Leute. Damit unterstützt ihr mich und abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und die größten Ehrenmänner, Leute, ihr wisst Bescheid. A-V-I-I-I-V-E. Auf Ehre. Gibt gerade einen Mathe-Tanz im Shop. Digga, was denn das? Haben sie irgendwelche Lehrer zusammengesetzt und ey, wir machen jetzt mal einen geilen Tanz für Fortnite, Bruder. Ein Mathe-Tanz. Da muss ich aber los. Aber gut, Leute, wir fangen an und let's go mit dem ersten TikTok. Here is a quick Fortnite hack. You are thinking of a specific emote, but the only thing that you know is which season it comes from. So okay, also übersetzt, Leute, wenn ihr irgendeinen Emote haben wollt, aber ihr wisst den Namen nicht mehr, ihr wisst nur noch, von welcher Season der ist, dann kann man das wohl eingeben. Hey, das geht anscheinend auch mit, als ob das funktioniert, Digga. Warte mal, so, wir wollen jetzt einen Skin haben, ich sag mal von, was hat er geschrieben? Chapter 1. Okay, Leute, Digga, wenn das klappt, das wäre ja anders krass, wie oft ich irgendwelche Skins suche. Oder generell, ich will mal wissen, was für Dinger ich habe. Okay, wir probieren es mal aus, Leute. Chapter 1. Und es klappt nicht. Digga. Season. Mach mal 3. Ne, kommt einfach gar nichts. Oder warte mal, wir probieren es mal anders. Kapitel 1. Oh, es klappt doch! Oh mein Gott! Kapitel 1 und es funktioniert, Digga. Man sieht jetzt alle Skins aus Chapter 1, Leute, also aus Kapitel 1 Fortnite, noch mit der alten Map und man sieht einfach alle Skins. Digga, wie geil ist das denn bitte? Warte, was gibt man denn jetzt für Season ein? Was eine Übersetzung? Jahreszeit. Okay, Leute, ich habe gerade mal ein bisschen rumprobiert. Season, weiß ich nicht, heißt ja Jahreszeit. Und wenn man das eingibt, kommt nichts. Aber ihr könnt stattdessen einfach dahinter 2 schreiben. Und schon bekommt ihr alle Skins, die ihr nur in Season 2 bekommen konntet. Digga, da muss ich aber los. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich den hab. Einfach die royale Ritterin, dies, das. Okay, und dann könnt ihr quasi einmal durchgucken. Season 3, was man hier noch so alles bekommt, was für Skins wo waren. Season 8. Digga, das ist so geil einfach. Okay, warte, wir probieren das Ganze jetzt auch mal mit Emotes aus. Kapitel 1 und 1 und 2. Oh, ich hab sogar was. Okay, Leute, ihr seht schon, hier wurde in Season 2 eingeführt. Steht immer sogar unten drunter. Season 2. Oh, das kam jetzt erst in Season X. Also ihr seht schon, wenn der Tanz wie hier, ne, 24 Karat zählt, dann wird er bei der 2 trotzdem erkannt. Also das klappt nicht 100%, aber auch winken, Leute. Season 2, Season 2. Digga, es funktioniert einfach. Wie geil ist das denn? Machen wir mal Season 3 und dann kommen alle Tänze von Season 3. Also klappt der erste Fortnite-TikTok, Leute. Heftig, heftig, heftig. Krass, das ist zum Beispiel so geil, Alter. Das wusste ich nicht. Also falls ihr mal irgendwie nicht wisst, welcher Tanz von welcher Season ist oder welcher Skin von welcher Season ist, dann gebt das Ganze einfach mal ein und dann seht ihr es direkt, Leute. Auf Ehre. Korrekt. Und wir machen weiter mit dem nächsten TikTok. Under the Grotto. Und man kann in den Tresor rein, ohne Karte. Okay, was macht er jetzt? Er fährt vor den Tresor, Eingang. Und fährt rückwärts mit dem Boot da rein. Und backt sich rein. Laber doch nicht. Okay, Leute. Es klappt einfach. Aber wie kommt er jetzt in den Tresor? Okay, er baut einen Boden ab unter dem Tresor. Kriegt somit alle seine Waffen. Und mit Karton. Und dann ist er drin. Aber wie will man, hey, wie kommt man da wieder raus? Das geht gar nicht. LOL. Ah, okay, er hat vorher schon die Krotto-Karte. Ach, im Tresor selber ist so ein Ding. Oh mein Gott. Digga, wenn das funktioniert. Okay, Leute, wir probieren es mal aus. Wie gesagt, das Video ist jetzt schon 10 Tage lang auf TikTok. Ich habe keine Ahnung, ob es noch klappt. Aber wir probieren das Ganze jetzt mal aus. Digga, wenn das klappt, Alter. So, Leute, ihr seht schon, wir sind jetzt hier bei der Krotto am Start. Wir müssen jetzt erstmal schauen. Oh, wow, Bruder, da gehen wir aber ganz schnell wieder raus. Okay, Leute, wir brauchen erstmal eine Waffe, sonst haben wir gar keine Chance. Ohne Waffe. Oh, 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 Bruder, nein. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Und genau hier ist der Punkt, wo wir gleich in die Ecke fahren müssen. Wobei, wir müssen erst noch den Stein. LOL! Warte mal.
War der Stein eben da? So, Leute, okay, wir sind in der Shadow-Verkleidung. Ist schon mal Baba. So, jetzt müssen wir uns das Boot holen. Was macht der Typ da? Egal, wir fahren jetzt hier rüber. Und das Ding ist, war das eben schon da? Ich glaube nicht, oder? Hä? LOL! Ich bin direkt gepackt! Ich bin ja nicht mal dagegen gefahren! Okay, Bruder, wir steigen aus und wir sind under the Koto. Hä? Ich bin noch nicht mal dagegen gefahren und es klappt. Lol, und ihr seht schon, Leute, wir sind komplett überall unten drunter. Das Problem ist, und wir sterben. Lol. Es wurde gefixt. Ich hab ein bisschen Schiss, dass ich einen Bann kriege oder so ein Scheiß. Es funktioniert noch, aber wurde gefixt. Und ich krieg gerade keinen Bann. Boah, Digga, ich hab grad übel Schiss gehabt, ne? Okay, Leute, also probiert das Ganze besser nicht aus. Es wurde auf jeden Fall schon was verändert, weil ihr habt's ja gesehen. Ich sehe gerade im Video, okay, der Stein war doch da. Aber er ist nicht gestorben. Also anscheinend hat Fortnite schon mitbekommen, was da abgeht. Und hat jetzt auf die schnelle Welle da schon mal was hingemacht, dass man da stirbt. Somit funktioniert der Glitch so halb. Ich meine, er hat schon noch funktioniert, Leute, aber ihr wisst Bescheid. Aber gut, Leute, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten und let's go, der Hase. Oh mein Gott, Leute, ich zeige euch in diesem Video, wie ihr 8200 V-Bucks kriegt. Das okay, also wie man V-Bucks anscheinend umsonst bekommt. Ihr geht einfach hin. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich pausiere kurz. Früher gab es wirklich mal einen Trick, den hat aber keiner öffentlich gemacht, damit er nicht wieder weg ist. Da wusste ich, dass sowas gibt, dass man wirklich V-Bucks umsonst bekommt. Das gab es ganz, ganz früher mal. Aber sowas ist schon lange nicht mehr möglich. Runter zum Chat halten. Geht da drauf und gibt diesen Code ein. Okay, nochmal. Also wir gehen auf V-Bucks. Gehen da drauf. Und Chat gibt es gar nicht mehr. Ich meine, er zockt auf PS4, aber warte mal. Also, Freunde, gib diesen Code ein. Es gibt anscheinend irgendwie einen Code, aber... Ah, doch, jetzt. Okay, okay, okay. Wir geben den Code ein, Leute. Ihr seht es im Hintergrund noch eingeblendet. V-Bucks. Komma. Das kann ja nicht klappen. Macht aber allein schon keinen Sinn. Ihr seht schon, weil man 8,200... Das ist ja dann eine andere Zahl. Das ist ja nur 8 V-Bucks. Komma, join... Junge, diese scheiß Zahl. 1:1 derselbe Code wie aus dem TikTok haben wir jetzt eingegeben. Ich sende das jetzt einfach mal ab. Er sagt viel Spaß mit dem Code. Es könnte auch ein Troll sein. Ich gebe ihn ein. Wow. Du musst in einem Kanal sein, um die Nachricht zu schicken. Hä? Wow. Es geht... Ach, Bruder. Okay, wer hätte gedacht, das geht. So eine blöde Fake-Scheiße. Das Ding ist, wenn ihr sowas seht, glaubt mir, schreibt mir lieber, dass ich das ausprobieren soll, bevor ihr das selber macht. Nicht, dass ihr euch da irgendwie ein Virus runterladet oder keine Ahnung. Es gibt so viel Scheiße. So viele Tipps und Tricks, die eigentlich nur der größte Fake-Schwachsinn sind, Leute. Ohne Scheiß. Deswegen scheiß auf sowas auf jeden Fall, Leute. Aber gut, Leute, kommen wir zum letzten TikTok für heute. Und zwar eine neue Methode, eine Chest als, ja, bei der Yacht oder bei der Agency instant zu scannen. Keine Ahnung, ob es klappt. Okay, let's go. Er hat quasi eine Cone gebaut und editiert sie wieder zurück. Und die Chest geht auf, krass. Okay, keine Ahnung. Ich habe schon echt viele Tipps oder sowas gesehen, wie man Sachen instant öffnet. Wir haben sowas mal in einem Glitch-Video gemacht, Leute. Aber das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Deswegen probieren wir einfach mal aus, Leute, bei der Agency. Ich weiß gar nicht, hatte der gerade einen TikTok? Doch, der war verkleidet, glaube ich. Dann verkleiden wir uns jetzt auch erstmal am Anfang. Ihr seht es auch gerade im Hintergrund, Leute. Nicht wundern, wir zocken natürlich wieder auf abgehoben die Customer-Runden, die man ja als YouTuber machen kann, Leute. Damit, ja, wenn ich sowas ausprobiere, jetzt nicht 10.000 Online-Spieler mir in die Quere kommen. Und ich erstmal komplett die Agency rasieren muss oder keine Ahnung was. Aber wir landen jetzt hier unten und checken erstmal, ob das funktioniert, weil... Boah, ich weiß nicht, Digga. Es gibt so viele... Ich glaube schon, dass es klappt. Allein das mit der Angel instant öffnen, mit dem Sachen bauen instant öffnen. Es gibt ja so viele verschiedene Sachen, wo das eigentlich klappen muss. Also ja, starten wir mal rein. Ihr kennt die Wife-Taktik, Digga. Erst in die Mülltonne. Da wird die Kiste sein, bei der wir das jetzt ausprobieren. Dann, ach, ich brauche eigentlich gar keinen Loot. So, ballern wir hier mal kurz alles weg. Dann brauchen wir keine Mets verschwenden. Abfahrt. Und zack. So, Leute. Wir sind verkleidet als Ghost. Und hier ist die Kiste, ich würde sagen. Wie machen wir das? So. Dann bauen wir die auf. Und jetzt muss sie ja schon klappen. 3, 2, 1, go.
Ach, warte, okay, vielleicht muss ich hier rein. Drei. Ne, 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 ne. Es klappt nicht, Digga. Ich mach mal beide auf. Okay, drei, zwei, eins. Ne. Jetzt vielleicht instant? Ne, auch nicht. Ich drehe mich wieder um, damit er mich nicht sieht. Hä, als ob es nicht klappt, Digga, wie langweilig. Aber es gibt einen Trick, Leute, den habe ich auch beim YouTuber gesehen. Und zwar, wenn ihr noch am Editieren seid und euch jetzt scannt. Nope. Okay, klappt noch nicht mehr. Hä, warte mal, den gab's aber 100%. Okay, Leute, es kann natürlich sein, dass Fortnite wieder einiges rausgepatcht hat, aber warte. Das ist der Trick, wie ihr eigentlich hier sowas aufmacht, wenn ihr Sachen editiert. Jetzt wieder quasi backediten wollt, dann auch nicht mehr. Es wird gepatcht, Digga. Oh, shit, Leute, aber gut. Hat ja leider nicht funktioniert. Oh, moin, Bruder. Aber gut, Leute, dann würde ich sagen, war's das mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen, sonst haut rein und macht's gut, Leute. Ciao.